habe. Warte, stopp mal. Ach so, das war's. Die Hochschule Hannover ist für mich vielseitig, sehr familiär, eine gute Mischung aus Theorie und Praxis und die kümmern sich sehr gut um einen. Ein sehr gutes Equipment, ganz viele Praktika, Praxissemester, eine Praxiskontaktmesse, wie international es auch ist. Und das ganze Campusleben. Wir haben super viele Grünflächen, wo wir dann zusammen grillen. Und das macht es nochmal besonders. Hey, ich bin Judith. Ich bin Carla, ich bin 22 Jahre alt. Mein Name ist Jonas. Ich bin Mathis, 25 Jahre alt. Ich bin Rebecca. Und studiere an der Fakultät 2 Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik, Lebensmittelverpackungstechnologie. Ich bin 25 Jahre alt, studiere Verwaltungsinformatik an der Hochschule Hannover in Fakultät 4 Wirtschaft und Informatik. Studiere im Master Kommunikationsmanagement an der Fakultät 3 Medieninformation und Design. Ich studiere Elektro- und Informationstechnik an der gleichnamigen Fakultät 1. Und ich studiere Heilpädagogik an der Fakultät 5, Diakonie, Gesundheit und Soziales. Ich würde sagen, dass die Fächerbreite an der Hochschule Hannover sehr gut ausgeprägt ist. Man kann von mathematisch-technischen Studiengängen bis hin zu sozialen Sachen eben ganz, ganz viel studieren. Das Lernen ist vergleichbar mit kleineren Schulklassen. Man steht im engen Austausch mit den Professoren. Kann sich jederzeit bei denen melden. Man findet hier gut Kontakte und auch der Austausch mit den Professoren ist auf Augenhöhe. Weil die Inhalte natürlich wissenschaftlich aufbereitet sind, aber es eben auch einen hohen Praxisbezug hat und das war mir besonders wichtig. Man hat viele verschiedene Richtungen, die man studieren kann und in den verschiedenen Richtungen hat man nochmal diverse Vertiefungen, die man wählen kann. Es gibt immer die Möglichkeit, Auslandspraktika durchzuführen oder auch ein Auslandssemester. Die Hochschule Hannover bietet für mich den perfekten Einstieg in mein Berufsleben. Dadurch, dass ja alle Professoren, die an der Hochschule arbeiten, auch immer in dem Bereich ja schon Berufserfahrung haben. Dadurch, dass wir sehr viele Labore haben, die einen auch schon so ein bisschen an die Praxis ranführen, dass man selber was macht und nicht nur alles in der Theorie lernt. Habt keine Angst vor dem Studieren. Das Studium an einer Hochschule ist vor allem für diejenigen was, die sich so ein bisschen unsicher sind oder vielleicht auch Ängste haben wegen zu hohen Anforderungen, wissenschaftlichen Arbeiten, denn man wird wirklich gut unterstützt. Es gibt Angebote von Schreibwerkstätten, aber auch die Dozentinnen sind wirklich hilfsbereit. Und ich für mich habe festgestellt, dass ich durchaus in der Lage bin zu studieren. Das hätte ich nämlich am Anfang nicht gedacht. Wenn ihr euch für ein Studium an der Hochschule interessiert, dann nutzt doch einfach die Serviceangebote der Hochschule. Informiert euch einfach, wenn es euch interessiert. Und es gibt auch viele spezifische Studiengänge. Das heißt, wenn ihr schon ganz gut herausgebildete Interessen und Stärken habt, dann findet ihr hier auf jeden Fall was. Oder wenn ihr Zeit habt, schaut einfach mal hier auf dem Campus vorbei.